Herr Professor Horkheimer, Herr Professor Adorno, ich wollte unser Gespräch über die verwaltete Welt beginnen mit der Feststellung, dass der moderne Mensch herumirrt, suchend nach seiner Freiheit. Und die Art, wie ich eben zu unserem Gespräch gekommen bin und wie ich weiß, dass auch Sie kamen, die erinnert mich sehr an diesen Zustand. Jetzt, vor einer halben Stunde, sollte ich bereits woanders sein. Und von Ihnen, Herr Professor Horkheimer, weiß ich, dass Sie in einer Viertelstunde bereits in Bad Nauheim sein sollen. Und wir wollen uns doch ausgiebig, ruhig und vernünftig über dieses so enorm wichtige Thema unterhalten, die verwaltete Welt. Und da sitzen wir also, sozusagen zitternd, nervös, weil andere Termine auf uns warten. Von diesem Zustand müssen wir frei werden. Ich für meine Person werde also jedenfalls bei unserem Gespräch jetzt so tun, als ob ich beliebig Zeit hätte. Und ich denke, dass aus diesem als ob eine Wirklichkeit werden kann. Und das ist, glaube ich, genau das Thema unserer Unterhaltung. Ob es möglich ist, eine solche Haltung einzunehmen und daraus eine neue Wirklichkeit zu machen. Vielleicht darf ich anknüpfen an eine Erfahrung, die ich immer wieder mache bei der Lektüre von Romanen, sowohl von älteren wie von zeitgenössischen Romanen. Es drängt sich mir nämlich dabei eine merkwürdige Unwahrheit auf. Nicht die, dass die berichteten Vorgänge erfunden sind, sondern die, dass es fast wie eine Lüge scheint, dass die Menschen, die in den Romanen vorkommen, so beschrieben werden, als ob sie noch frei wären, als ob von ihrem individuellen Handeln, ihren Motiven, dem, was sie eigentlich zu Individuen macht, überhaupt noch etwas abhinge, während man doch das Gefühl hat, dass die überwiegende Mehrheit aller Menschen längst herabgesetzt ist zu bloßen Funktionen innerhalb der ungeheuerlichen gesellschaftlichen Maschinerie, in die wir alle eingespannt sind. Man kann vielleicht es so extrem formulieren, dass man sagt, dass es eigentlich Leben in dem Sinn, der mit dem Wort Leben für uns alle mitschwingt, nicht mehr gebe. So ungefähr wie der bedeutende Prosa-Schriftsteller Ferdinand Kürnberger im 19. Jahrhundert bereits es formulierte, das Leben lebt nicht. Und dieses Phänomen, das ich damit zu bezeichnen suche, das scheint mir in der Tat der sinnfälligste Ausdruck dessen zu sein, wovon wir heute reden wollen, nämlich vom Übergang der ganzen Welt, des ganzen Lebens an ein System von Verwaltung, an eine bestimmte Art der Steuerung von oben. Ich glaube, Ihre Erfahrung ist richtig, Herr Adorno. Die Menschen haben ihr Leben, ihr eigenes Leben verloren. Sie leben das Leben, das durch die Gesellschaft vorgezeichnet ist. Wenngleich die Menschen heute die Mittel hätten, viel freier zu existieren als zu jeder anderen Zeit, so stehen sie doch unter einem Druck, der wohl mit kaum einer anderen Zeit vergleichbar ist. Und zwar nicht nur die niederen Schichten, sondern alle sozialen Schichten in der Gesellschaft. Sartre hat ja diese Frage zum Thema gemacht. Freilich sagt er nicht, dass die Menschen ihr Leben verloren hätten. Er meint, dass sie unfähig geworden seien, sich zu entscheiden. Aber gleich hier möchte ich doch ein Bedenken anmelden. Die Menschen machen auch jetzt noch ihre Geschichte. Nur wissen sie es nicht. Sie entscheiden sich auch jetzt noch, aber sie entscheiden sich dazu, mitzumachen. Die Menschen sind heute
von der Verwaltung erfasst, aber sie müssten es nicht sein. Wenn Sartre diesen Zustand der modernen Welt schildert, Herr Professor Horkheimer, so stimme ich sehr zu. Ich würde kritisieren, dass er in seinen Werken es manchmal so darstellt, als ob wir die postulierte Freiheit zur Entscheidung, die von ihm geforderte, die von ihm vorausgesetzte Freiheit der Entscheidung, tatsächlich immer auch hätten. Die Welt sieht ja, wie Sie eben dargestellt haben, tatsächlich anders aus. Auch ich habe den Eindruck, dass wir zwar eine innere Freiheit besitzen, zu den Vorgängen in der Welt und um uns herum, in unserer eigenen Familie, Ja oder Nein zu sagen. Dass aber aus diesem Ja oder Nein in den meisten Fällen nichts folgt. Die Welt wird nicht verändert oder nur etwas folgt, was wir kaum mehr kontrollieren können, was wir kaum mehr in den Griff bekommen. Wir sind also in den innersten Bereich zurückgeworfen. Und dadurch, dass die Welt in diesem verwalteten Zustand, wie wir es hier nennen, sich befindet, geht mählich auch die innere Freiheit, der letzte Rest dieser inneren Freiheit, beinahe verloren. Wir sind also wirklich in einer tödlichen Gefahr. Es scheint mir, als ob das wahre Unglück in Bezug auf diese Frage heute darin besteht, dass eine Art von prästabilierter Harmonie herrscht zwischen objektiven Prozessen, also zwischen dem Anwachsen von Verwaltung auf der einen Seite und subjektiven auf der anderen Seite. Warum nennen Sie das Harmonie, Herr Professor Adorno? Das verstehe ich nicht. Harmonie ist vielleicht nicht das richtige Wort. Scheint mir auch. Fataler Übereinstimmung. Ein verhängnisvolles Aufeinander abgestimmt sein. Sicherlich ist der Druck, der in gewissen früheren Epochen auf der Menschheit gelastet hat, nicht geringer gewesen als der, der heute auf ihr lastet. Aber das, was angewachsen ist, ist die Vergesellschaftung. Es ist gleichsam den Menschen ein immer geringerer Ausweichraum gelassen aus den Formen, aus den gesellschaftlich verpflichtenden Formen, in denen sie existieren. Und dadurch ist der Druck, der Zwang, sich anzupassen, immer größer geworden und der Bereich, in dem Menschen ein Leben unabhängig von diesen gesellschaftlichen Mechanismen führen können, immer geringer geworden. Es gibt gleichsam keine Auswegsmöglichkeiten mehr und deshalb tendieren die Menschen dazu, von sich aus nochmals alle jene Prozesse der Verwaltung in sich selber zu wiederholen, die ihnen von außen angetan werden. Jeder Einzelne wird gewissermaßen zum Verwaltungsfunktionär seiner selbst. Wenn ich nur ergänze. Nur wenn wir diese Doppelseitigkeit sehen, dann bekommen wir eine Vorstellung von dem Lawinenhaften, was sich da anbahnt. Ja, ergänzend darf ich vielleicht nur bemerken, Herr Professor Adorno, dass es die Sklaverei in vergangenen Jahrhunderten oder vergangenen Jahrtausenden gegeben hat und hier ein Zustand für Millionen vorlag, der ihnen überhaupt keine gesellschaftliche Freiheit ließ. Wir haben nun die Freiheit errungen im Laufe von 2000 Jahren. Und daher erscheint es uns umso grausiger, dass wir in einen Sklaverei-ähnlichen Zustand gegenüber in der verwalteten Welt zurückzufallen scheinen. Oder zurückfallen. Dem, was möglich wäre und was in einem gewissen Maß schon verwirklicht war. Sie sagen, Herr Kogon, dass wir die Freiheit errungen haben. Und das ist ja nun die Frage, haben wir sie errungen? Man könnte uns etwa so verstehen, dass diese ganze gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung, die etwa in den letzten 50 Jahren Platz gegriffen hat, eine Fehlentwicklung wäre und dass wir wieder in die Zeit zurückkehren müssten, in der es wenigstens auf dem Gebiete der Wirtschaft so etwas wie eine Freiheit gegeben hat. Ich glaube in der Tat, dass die Zeit, in der die entscheidende soziale Schicht von den kleineren Unternehmern gebildet war, bestimmte Eigenschaften, die mit der Freiheit, wenigstens mit der individuellen Freiheit zusammenhingen, für diese relativ kleine Schicht in höherem Maße entwickelt hat, als sie heute für die Masse der Gesellschaft entwickelt wird. Aber wir haben ja nun gesehen, dass dieses Zeitalter der freien Marktwirtschaft es gerade war, dass
zu dem gegenwärtigen Zustand geführt hat. Es haben sich nämlich aufgrund dieser Freiheit eben die mächtigeren Unternehmungen nun zusammengeballt zu jenen großen Konzernen, die weitgehend wohl die ökonomische Verantwortung für das tragen, was wir die verwaltete Welt nennen. Denn es handelt sich bei der Verwaltung nicht etwa nur um die Verwaltung durch Regierungen, sondern es handelt sich ebenso sehr darum, dass alle Zweige der Wirtschaft sowohl wie der freien Berufe verwaltet sind. Ja, wir wissen gut, wir alle, Sie, Herr Adorno und Sie, Herr Kogon, dass die Publizistik, dass die Wissenschaft selber verwaltet ist. Ja, Herr Professor Horkheimer, die Regierungsapparate, die Verwaltungsapparate der Regierungen scheinen mir geradezu der Ausdruck der Notwendigkeit zu sein, die aus der sogenannten und teilweise wirklichen wirtschaftlichen Freiheit des Beginns des 19. Jahrhunderts erwachsen sind. Es ist also tatsächlich so, wie Sie sagen, eine kleine Schicht hat eine relative Freiheit von bestimmten gesellschaftlichen Gebundenheiten erreicht. Aus dieser relativen Freiheit ist eine stürmische Entwicklung für größere Schichten erwachsen und ich will gar nicht leugnen, dass praktisch alle gesellschaftlichen Schichten in irgendeiner Weise davon mindestens zeitweise partizipiert haben. Aber die Probleme, die daraus erwuchsen für die Gesamtgesellschaft, waren so gewaltig, zum Teil so grausig, dass die Regierungsapparate darüber ausgebaut werden mussten, um gleichsam wie mit Klammern das Ganze noch zusammenzuhalten. Was ich vorhin meinte mit meiner Bemerkung, wir haben die Freiheit in 2000 Jahren errungen und sie jetzt teilweise wieder verloren und es droht die Gefahr, dass wir sie ganz verlieren. Das war die Freiheit der Person nicht so sehr in der Gesellschaft nur, indem das Christentum die Person, die Personalität des Menschen in den Mittelpunkt rückte, gestaltete es die praktisch in langen Jahrhunderten zwar, in einem langen Prozess, die Gesellschaft um. Die Einzelperson rückte in den Mittelpunkt, in früheren Zeiten etwa des europäischen Mittelalters, in noch gebundenen Ordnungen, die wir später, in späteren Jahrhunderten ebenfalls als hemmend empfanden und dann trat jener Prozess erst ein, von dem Sie sprachen und an dessen Ende wir heute stehen. Nun möchte ich aber sagen, dass Verwaltung als solche ja eine Notwendigkeit der Gesellschaft ist. Sie ist ja nicht schlecht. Die Frage ist also, ist sie der geschichteten Wirklichkeit, dieser ganz differenzierten Wirklichkeit der jeweiligen Gesellschaft angepasst? Oder ist sie ein Zwangskleid, eine Jungfrau, eine eiserne Jungfrau von Nürnberg, in der das Leben, wie Sie, Herr Professor Adorno, vorhin zu Beginn sagten, ersticken muss oder erstochen wird? Also die Rationalität der Verwaltung muss der Wirklichkeit angepasst sein, in Wahrheit, sie muss dienend sein. Sonst, es darf also nicht so sein, dass eine illusionäre Diktatur der freischwebenden Vernunft behauptet wird, wie es teilweise im 18. und 19. Jahrhundert in der Philosophie der Fall war, die dann in Wahrheit nur vorhandene Interessen verdeckt und während das der Fall ist, führen diese Interessen in der Gesellschaft zu riesigen Verwaltungsapparaten, wie zum Beispiel der Wirtschaft, wie Sie eben sagten, die uns dann praktisch wieder das freie Atmen unmöglich machen. Ich glaube, Herr Dr. Kogon, was Sie zuletzt gesagt haben, führt uns in unserer Erörterung schon weiter. Wenn wir die Verwaltung kritisieren, dann kritisieren wir nicht Rationalität. Wir kritisieren nicht, dass menschliche Verhältnisse als solche geplant werden, um dadurch das Leiden zu vermindern, das durch das blinde Spiel der gesellschaftlichen Kräfte sich ergibt. Das, was an der jüngsten Entwicklung, die übrigens gar nicht so jung mehr ist, das Verhängnisvolle ist, das scheint vielmehr darin zu bestehen, dass ein Irrationales rationalisiert wird. Das heißt, dass das Resultat des blinden Kräftespiels der liberalistischen Gesellschaft
von dem Herr Horkheimer vorher geredet hat, nun fixiert wird und in einer möglichst geschickten, planvollen, klugen Weise so behandelt wird, dass diese fixierten Zustände sich behaupten können und dass die Menschen möglichst reibungslos ihnen sich einpassen, ohne dass im Ernst etwas geschieht, um dieses Resultat eines irrationalen, blinden Prozesses zu überwinden. Nur eine Frage, Herr Adorno, dazwischen, damit ich Sie recht verstehe. Meinen Sie damit, dass die Freiheit der Person vorausgesetzt und sogar behauptet wird, dass in Wahrheit sich aber diese Freiheit ins Unerkannte verflüchtigt hat, ins Irrationale, und die Wirklichkeit die ist, dass Interessen Verwaltungsapparate geschaffen haben, die hochrational sind? Das meine ich unter anderem auch, dass dabei nämlich die Freiheit zu einem bloßen Vorwand geworden ist, die Menschen besser beherrschen zu können. Aber ich meine darüber hinaus eigentlich, dass die Gesellschaft selber, die heute die Planung vornimmt, in sich selber alle die Elemente der Planlosigkeit hat und das eben deshalb auch nur partikulare Teilinteressen sich durchsetzen und dass diese Planung eben in Wirklichkeit nicht den Menschen selber zugutekommt, sondern, wie Sie es eben nannten, im Dienst von bestimmten Interessengruppen steht, sodass man sagen kann eben, dass der Grund der ganzen Rationalisierung, die wir heute erleben, nach wie vor irrational ist. Und was Sie sagen, zeigt sich auch daran, dass ja die Konkurrenz in Wirklichkeit heute gar nicht abgeschafft ist. Es wird zwar alles verwaltet, aber unter dieser Verwaltung vollzieht sich zwischen den einzelnen Menschen noch eine vielleicht viel wildere Konkurrenz um Plätze, Positionen, Fortkommen, als sie sich jemals vollzogen hat. Es ist so, dass selbst im Osten, wo ja doch die Konkurrenz scheinbar aufgehoben ist, gerade die politischen Anschauungen mir als Vorwand für Klickenkämpfe, für Konkurrenzfragen zu dienen scheinen. Und dass in Wirklichkeit zwar die Unternehmungen nicht mehr miteinander konkurrieren, aber desto mehr die Menschen sich gegensätzlich entgegentreten. Das ist ein höchst wichtiger Vorgang, Herr Professor Horkheimer, den Sie hier herausarbeiten. Es sieht aus, und er ist auch außerordentlich kompliziert. Es ist also praktisch eine Verwirrung der Wirklichkeiten und der Begriffe. Es gibt also, sagen wir, Unternehmer, sehr viele Unternehmer, die für die freie Konkurrenz eintreten in ihrem Bereich und die innerhalb dieser Konkurrenz, die sie zum Teil nur behaupten, weil sie sie selbst organisieren, in einem ausgedehnten Maße planen und genau das Gegenteil von dem tun, was sie behaupten. Also eine Planwirtschaft an allen Ecken sozusagen entwickeln, nur nennen sie sie ganz anders. Sie nennen sie die freie Konkurrenz, weil es die Organisation, die rationale Organisation ihrer eigenen Interessen ist. Von der Gesamtgesellschaft aus gesehen, ist es Planlosigkeit und gleichzeitig Aufhebung der freien Konkurrenz. Deshalb sagte ich Verwirrung sogar der Wirklichkeiten. Und im Osten, wie Sie hervorhoben, im totalitären Bereich, der hochrational wieder ist, vollziehen sich elementare Interessenkämpfe, die teils einfach nur mehr um das Leben, nicht bloß um Positionen gehen. Richtig. Und zwar mit aller Wildheit und Barbarei. Was mir nun auffällig erscheint, ist, dass dieser Vorgang sich sowohl in der westlichen Welt als in der östlichen vollzieht. Und der Unterschied scheint mir nur darin gegeben zu sein, dass er im Osten brutal erfolgt, mit äußerster Gewalt und mit Terror und der Anwendung von terroristischen Mitteln, im Westen aber nur nicht so massiv sichtbar. Sagen wir einmal jetzt mit einer gewissen Scheinheiligkeit, weil verhüllende Ideologien darüber liegen, die aber einen ursprünglich richtigen Kern noch meinen. Was mir gut erscheint, dass das wenigstens noch
selbst in der Form der Scheinheiligkeit, im Bewusstsein irgendwo liegt, denn es ist ein besserer Ansatzpunkt, wie mir scheint. Aber der Grundzustand ist in der ganzen Welt eigentlich der gleiche. Die Angst auf der einen Seite ist nur nicht so krass, weil es nicht den Terror gibt. Es scheint mir nun so zu liegen, dass vielleicht das Charakteristische für die Situation gar nicht so sehr das Anwachsen der Verwaltungsapparaturen als solcher ist, bürokratische Apparaturen hat es ja auch schon zu allen möglichen Zeiten gegeben, sondern vielmehr die Veränderungen, durch die die Menschen selber sich in Verwaltungsobjekte verwandeln. Man kann vielleicht sagen, dass die Menschen sich die Eigenschaften bewahren, die sie in dem Konkurrenzzeitalter erworben hatten, die ihnen heute die Anpassung an diesen Zustand erleichtern. Also eine bestimmte Art von Tüchtigkeit, von Raschheit des Blicks, von Promptheit der Reaktion, von Wendigkeit, eine ganze Reihe derartiger Eigenschaften, auch eine bestimmte Art der Härte gegen andere und gegen sich selbst. Sie verlieren aber dafür alle die Eigenschaften, die dem im Wege stehen und die wir bis heute eigentlich als die gerade menschlichen, als die nicht bereits erfassten angesehen haben. Also sie verlieren ihre Impulse, sie verlieren die Leidenschaft. Die Vorstellung eines leidenschaftlichen Menschen wirkt ja heute fast anachronistisch. Einer echten Leidenschaft. Einer echten. Denn eine hysterische Leidenschaft gibt es sehr wohl. Nein, wirklich in einer Leidenschaft, wie die Leidenschaft der Madame Bovary oder der Anna Karenina. Man könnte beinahe sagen... Oder die Leidenschaft für das Recht. Eben. Wie im Fall Dreyfus, eben. Bei Zola. Das gibt es nicht mehr. Wenn eine heftige Liebe gefühlt wird, so geht man eben zum Analytiker und stirbt nicht mehr dafür. Man könnte beinahe sagen, die Menschen verlieren überhaupt das, was einmal Charakter war, die geprägte Eindeutigkeit ihres Ich, das sie von der Vergangenheit übernehmen und in die Zukunft hinein bewahren, weil ja dieses Ich gewissermaßen ein Ballast ist, der ihnen das Fortkommen innerhalb der gesellschaftlichen Riesenmaschine nur schwer machen könnte. Man könnte sogar so weit zu sagen, dass in diesem Prozess die Menschen, die sich all dem anpassen, nur um ihrer Selbsterhaltung willen, eben in diesem Prozess der Anpassung genau dieses selbe Ich, dieses Selbst verlieren, das sie eigentlich erhalten wollen. Und darin liegt die satanische Dialektik dieses Prozesses beschlossen, soweit es um seine menschliche Seite sich handelt. Diese Anpassung macht aber doch ungeheure Schwierigkeiten. Dieses Zeitalter ist das Zeitalter der Psychologie und, wie ich schon eben gesagt habe, besonders das Zeitalter der Psychoanalyse. In der Psychoanalyse ist es so, dass der Prozess der Verwaltung sich innerhalb des Menschen selber fortsetzt. Der Mensch macht sich selbst zum Objekt. Der Mensch verdinglicht sich sozusagen selbst. Er will nur noch das Fortkommen. Er will das, was die Psychoanalyse Genussfähigkeit und Arbeitsfähigkeit nennt. Und darunter ist nichts anderes, soweit ich sehen kann, wenigstens heute mehr, nichts anderes zu verstehen, als eben die Anpassung an die vorgegebene Wirklichkeit. Die Analyse, die einmal früher aus dieser Welt durch Kritik herausführen wollte, bleibt in der verdinglichten Welt. Die Bücher, die heute über Psychologie erscheinen, sind ja zum großen Teil die erfolgreichsten. Man sucht den Frieden, den Seelenfrieden. Und da man nicht mehr irgendeinen wahren Glauben zu haben scheint, so wendet man sich an die Psychologie und fragt sie, wie denn das zu erreichen sei. Ich weiß, dass es in manchen Ländern Menschen gibt, die die Zeitungen mit Spannung erwarten, weil die Zeitungen täglich Ratschläge von Psychologen enthalten, wie man sich in den verschiedenen Situationen benehmen soll. So ratlos sind im Grunde die Menschen geworden. Trotzdem, Herr Professor Horkheimer, sehe ich in dem Vorgang
der Psychoanalyse und der Sucht, zum Psychoanalytiker zu gehen, eine gewisse Ratlosigkeit, die nicht bloß als Anpassung zu deuten ist. Nicht bloß, sage ich, obgleich das sicherlich das Vorherrschende ist. Die Anpassung ist ja das Ziel. Ja, das Ziel. Es kann ein verborgenes und ein erkanntes Ziel sein. Unter den verborgenen, meine ich, sind aber noch andere Wirkursachen, die ich empfinde beinahe Mitleid mit so vielen, die meinen, sie könnten vom Psychoanalytiker erfahren, wo die Ursachen stecken für die individuellen Nöte, die sie in dieser modernen Gesellschaft, in dieser verwalteten Gesellschaft empfinden. Ich sehe darin beinahe einen verzweifelten Versuch, sich aus den schlingenden Netzen, diesen ganzen Klammern der verwalteten Welt wieder zu befreien. Ich stimme durchaus zu, dass sie innerhalb des Systems der verwalteten Welt bleiben, dass dieser psychoanalytische Versuch die Mauern nicht niederlegt, dass er die Ketten nicht sprengt, das Netz nicht zerreißt. Man sucht einen Punkt in seiner eigenen Vergangenheit, nicht wahr, von dem aus sich dann kettenartig herauf sozusagen alle Erklärungen finden lassen. Und die Freiheit der Entscheidung, also die Freiheit der Person, wird auf diese Weise nicht hergestellt, obgleich es ein nützliches Hilfsmittel sein könnte, sage ich, sein könnte, wenn Werte vorhanden wären, die allein imstande sind, die Ketten zu zerreißen. Die Psychoanalyse versucht ja gerade den Menschen davor zu bewahren, die äußeren Netze zu zerreißen, indem sie ihn lehrt, wie er seine eigenen Triebe und Leidenschaften verwalten kann. Ah, das ist sehr gut, ja. Ich glaube, man kann in der Psychoanalyse selber die Entwicklung der verwalteten Welt studieren. Denn die Psychoanalyse hat ja einmal bessere Tage gesehen. Sie hat ja ursprünglich gemeint, die Menschen, indem sie ihre verdrängten Triebe ihnen bewusst macht, zu befreien, jedenfalls inwendig zu befreien, und den Druck von ihnen zu nehmen, der in ihnen selber die Fortsetzung des äußeren gesellschaftlichen Druckes bedeutet. Dieses Moment ist aus der Psychoanalyse heute völlig verschwunden und genau jener Wille zur Freiheit, um dessen Willen sie einmal entstanden ist, gilt heute in der Psychoanalyse selbst als weltfremd, als neurotisch, als Gott weiß was noch alles. Die Psychoanalyse läuft vielmehr darauf hinaus, in ihrer heute praktizierten Form, dass die Menschen unter dem allgemeinen Druck sich wohlfühlen sollen, und sie bestärkt die Menschen in der ohnehin weit verbreiteten Haltung, mit dem Stachel zu löken. Besonders die gegenwärtigen Popularisierungen der Psychoanalyse, die sie abkürzen oder erleichtern wollen und die den Menschen das Leiden und die Anstrengung der Selbstbesinnung ersparen wollen, die kommen eigentlich nur noch darauf hinaus, die Teile an den Menschen, die gewissermaßen nicht glatt, reibungslos sich einfügen, wegzuschneiden und die Menschen auch subjektiv zu dem zu machen, was sie objektiv ohnehin sind, nämlich zu potenziellen Angestellten eines einzigen riesigen Monstreunternehmens. Der tiefste Grund dieser ganzen Verwirrung scheint mir zu sein, dass die wirklichen verändernden Werte verloren gegangen sind, und zwar nicht so sehr im Bewusstsein, denn traditionell sind sie ja vorhanden. Man spricht in ganz Europa, in der ganzen Welt ununterbrochen von den Werten wie Freiheit und Moral, nicht wahr, Güte und was sie wollen, also von allen hohen Werten. Aber sie sind nicht Realität im Leben des Einzelnen oder nur bruchstückhaft, noch als letzte Überbleibsel, und sie verändern daher die bestehende Wirklichkeit nicht. Ein Beispiel: Es gehört wohl zum richtigen Verhältnis zur Wirklichkeit, zur gegebenen Welt, gehört eine Art liebende Erfassung. Das gilt nicht einmal nur vom Menschen. Sie haben in einem unserer früheren Gespräche, Herr Professor Horkheimer, der Natur gegenüber darauf hingewiesen. Also es gehört eine Art liebende Erfassung dazu, die Bereitschaft, sich auch selbst aufzugeben zum anderen, sei es eine Person und notfalls sogar eine Sache, wie merkwürdig paradox, da wir von der verdinglichten und verwalteten Welt sprechen, aber jetzt in einem befreienden Sinne zur Sache, dieses Verhältnis zu finden, sich wegzugeben,
zusammenzukommen mit dem anderen. Und weil diese Werte nur mehr im Hirn höchstens vorhanden sind, aber nicht im Herzen leben. Deshalb meine ich, dass das Hirn dumpf wird. Aus dem dumpfen Herzen stammt das dumpfe Hirn. Gerade da hat, glaube ich, die ursprüngliche Psychoanalyse ein großes Verdienst, indem sie nämlich gezeigt hat, dass das, was wir Werte nennen, zwar bewusst werden kann auf sehr vielen Wegen, dass aber diese Werte ins Gewissen hereingenommen werden können, in den Menschen hereingenommen werden können, nur dann, wenn im Laufe einer behüteten Kindheit der Mensch Gelegenheit hat, diese Werte von einer Person, die er liebt, wirklich zu lernen. Und ich glaube, dass die gegenwärtige wirtschaftliche Situation eben mit ihrer Auflösung der Familie, mit ihrer Auflösung aller Ruhe und Sicherheit, das zum großen Teile wenigstens nicht mehr zulässt. Und deshalb kommt es gar nicht mehr zu dem, was wir etwa die Entfaltung des Gewissens nennen könnten. Mir ist aus Ihren Darlegungen sehr klar, wie sehr die Psychoanalyse selbstverdinglicht ist, wie sehr sie innerhalb des Zirkels bleibt. Sie hat die Determinierungspunkte gesucht. Sie hat also Punkte gesucht, von denen aus sie sozusagen rein kausal und zwangsläufig die individuelle Entwicklung des Menschen weiterführen kann oder zurückführen kann, damit sie bewusst werde. Aber sie befreit nicht. Diese Art von Bewusstsein, eine Kausalkette zu finden, führt nicht zu den Werten, die ich vorhin erwähnte, die also sprengend wirken könnten, die Mauern überspringen. Nein, die müssen in der Gesellschaft vorhanden sein. Die Analyse zeigt nur die Bedingungen auf, unter denen diese Werte in die Persönlichkeit aufgenommen werden können. Die Psychoanalyse widmet sich ja scheinbar dem Individuum gerade als einem noch unerfassten, unbewussten, triebmäßigen und scheint insofern der verwalteten Welt entgegengesetzt zu sein. Wir haben aber gerade festgestellt, dass sie das tut, indem sie das Unerfasste selber erfasst, indem sie es nochmals manipuliert. Der berühmte freudische Satz, was es ist, soll ich werden, zeigt geradezu diese Intention an. Und in dieser Doppelheit, darin also, dass scheinbar die Versenkung ins Individuum geschieht, nur um es dem Abstrakten, Verdinglichten umso wirksamer zu unterwerfen, darin drückt sich eine viel allgemeinere Tendenz aus, die wir Pseudo-Individualisierung genannt haben. Was wir da meinen, kann vielleicht am einfachsten illustriert werden, wenn ich Sie erinnere an eine Karikatur, die einmal in dem amerikanischen Witzblatt The New Yorker erschienen ist. Da sah man ein Kanalloch in einer Straße, an dem ein Personenschild Mr. Smith beschäftigt war, so wie ja heute auch bei uns an allen Schaltern Schilder mit den Namen der betreffenden Beamten sich finden. Und es erscheint ein Besucher und fragt den Arbeiter im Kanal, ist Mr. Smith zu Hause? Nun, das ist Pseudo-Individualisierung. Das heißt, je mehr alles eingespannt ist, umso mehr soll uns allen weiß gemacht werden, dass wir noch Herr so und so ganz besondere menschliche Wesen mit eigenem Namen seien. Und es ist eine der wichtigsten Aufgaben der verwalteten Welt, sich zu entziehen, dass wir auf diesen Schwindel der falschen Individualisierung nicht hineinfallen. Das heißt, die Individualität wird zur Ideologie, könnten wir sagen. Anstelle der in der Aufklärung vertretenen Idee der Gleichheit tritt die der Standardisierung. Und was für die Waren gilt, gilt auch für die Menschen. Die Reklame kündigt uns jede neue Warensorte als etwas absolut Neues an. Und jeder, der diese Waren herstellt, weiß, dass er sich hüten muss, eine von den anderen Waren zu verschiedene neue Sorte herzustellen, weil sie ihm sonst nicht abgenommen wird. Jede Ware erscheint als speziell für dich gemacht und in Wahrheit ist sie doch für die Masse gemacht. Die Standardisierung ist in der Tat eine
für die Menschen ebenso wie für die Waren gültige Kategorie, so scheint mir. Aber sogar in der Wirtschaft, Herr Professor Horkheimer, möchte ich sagen, dass es diese echte individuelle Art, die dann zur richtigen Auswahl führt und zur Anpassung an die eigene Wirklichkeit, dass es die noch gibt. Sie ist leider vielfach heute an das Vermögen geknüpft, also nur ganz bestimmten dünnen Schichten zugänglich und noch realisierbar. Gewiss. Aber ich schließe nun einmal aus diesem wirtschaftlichen Hinweis viel weiter. Ich möchte doch sagen, die ganze Erfahrung lehrt, selbst dieser schrecklichen Zeit, dass die Wahrheit, das Echte, noch in jedem Einzelnen irgendwo schlummert. Ich sage schlummert, vielfach nicht sichtbar, nicht wirksam, aber doch vorhanden. Ich behaupte nicht nur, sagen wir, aus theologischen Gründen, sondern ich meine, es ist eine Tatsache der wirklich täglichen Erfahrung und der Erfahrung eines Lebens von jedermann, dass der Mensch ein Aliquid Adeo geblieben ist, ein Etwas von Gott. Und das heißt doch wohl vom echten Seienden und von der Freiheit zur Entscheidung, zum Guten oder zum Schlechten. Der Mensch kann sich, behaupte ich, selbst in dieser ganzen Verklammerung und Umklammerung und Verhärtung kann er sich noch anders entwickeln. Trotz allen also Zement- oder Betonschichten, die über der Wirklichkeit liegen. Also ob er sozusagen in seinem Kanalloch, wie es ja heute leider vielfach der Fall ist, obwohl er im Kanalloch sitzt und darüber sein Namensschild hängt, kann er heraus, er kann auch weiter hinein. Ich kann mich nur noch allzu deutlich daran erinnern, dass in einem bestimmten literarischen Zusammenhang ein Mann, den ich als besonders gerissenen Geschäftsmann kennenzulernen Gelegenheit hatte, einen Aufsatz begann mit dem Zitat des Satzes von Dostojewski: In jeder Kreatur ein Funke Gottes. Und es schien mir bei dem betreffenden Mann nicht ganz einfach, an diesen Funken zu glauben. Jedenfalls will es mir dünken, als ob der Menschentypus, der heute auf die Welt kommt, vorweg schon zu einem außerordentlich weiten Maß in die verwaltete Welt hineinpasst, dass er gleichsam in sie hineingeboren wird, oder um es exakter zu sagen, dass die Anpassungsmechanismen in einer außerordentlich tiefen und frühen Schicht sich finden. Er ist vorab bezeichnet durch zwei einander scheinbar widersprechende Qualitäten, nämlich durch Starrheit und Beweglichkeit. Starr sind diese Menschen, weil sie eigentlich keine Spontaneität mehr haben, weil sie eigentlich gar nicht mehr ganz leben, sondern weil sie selber sich bereits als die Dinge, als die Automaten erfahren, als die sie in der Welt verwendet werden. Darf ich es nochmal auf Ihren vorherigen Vergleich aus dem New Yorker anwenden? Ja. Also starr innerhalb des Kanals, aber beweglich den Kanal aber zu wechseln. Aber beweglich den Kanal zu wechseln, das heißt, Sie müssen in jedem Augenblick bereit sein, an jeder Stelle zu funktionieren, und nur wenn Sie diese Bereitschaft ununterbrochen unter Beweis stellen, dann entgehen Sie der universalen Drohung der Arbeitslosigkeit in einem weitesten Sinn, die natürlich weit hinausgeht über die tatsächliche Drohung der technologischen Arbeitslosigkeit, wie sie über dem Industriearbeiter steht. Und diese Mischung von äußerster Beweglichkeit und völliger Starrheit, wie sie einer Schraube zukommt, die man von einer Stelle an die andere versetzen kann, die scheint mir charakteristisch zu sein für die anthropologische Beschaffenheit eines großen Teiles der Menschen heute. Ich glaube, es ist in der Tat so, wie Herr Kogon gesagt hat, dass der Mensch die Möglichkeit hat, auch anders zu sein. Aber gerade deshalb und um ihn an diese Möglichkeit zu erinnern, ist es unsere Pflicht, zu zeigen, was mit dem Menschen gegenwärtig vor sich geht. Sie, Herr Adorno, waren ja auch an den Untersuchungen führend beteiligt, die wir in Amerika unternommen haben, um herauszufinden, ob denn die Gefahr des verwalteten Menschen, des Menschen, der die Verwaltung in seine eigene Psychologie aufgenommen hat, des autoritätsgebundenen Menschen, in der Tat wächst. Und wir haben gefunden und
aufgrund von sehr viel Material gefunden, dass es wirklich so ist. Die Menschen, die blind autoritätsgebunden sind, nehmen in dieser gegenwärtigen Zeit zu. Nun, wie sehen denn diese Menschen aus? Sie sind gekennzeichnet durch ein stereotypes Denken. Sie denken immer in den Kategorien von oben und unten. Sie ordnen jeden Menschen gleich in eine Klasse ein, in eine politische Partei, in ein Land, in eine Rasse. Sie denken in Begriffen von Schwarz und Weiß. Schwarz ist die Gruppe, die nicht die eigene ist. Und Weiß ist die eigene Gruppe, bei der alles gut ist, so wie es sein soll. Sie selbst haben ein ungeheures Bedürfnis, sich als Mitglied einer dieser Gruppen zu fühlen, die dann die gute ist. Das kommt dadurch zustande, dass ihr Ich, ihre Spontaneität, ihr Wille selber schwach und weich geworden ist und dass sie sich nur fühlen können, wenn sie von sich denken als vom Mitglied einer starken Gemeinschaft. Daher dieser Zug zur Zugehörigkeit. Es reflektiert sich darin wiederum ein Zug der Verwaltung selber. Wie nämlich ein Verwaltungsbeamter die Menschen vorweg als Objekte sieht, die er auf Verwendbarkeit oder Nichtverwendbarkeit abschätzt, oder wie man wie ein Verwaltungsmann urteilt, wenn er an seine Karriere denkt, ob ein Mensch für oder gegen ihn ist, so tendieren die Menschen heute dazu, überhaupt alle anderen Menschen nur noch unter der Kategorie für oder gegen zu sehen, als Objekte. Und dadurch wird die echte Auseinandersetzung zwischen Menschen, die gerade darin besteht, dass das Für und das Gegen sich durchdringen, abgeschnitten, und gerade dadurch, würde ich sagen, wird die spontane Erfüllung menschlicher Beziehungen zu einem so verhängnisvollen Maß eben unmöglich. Meine Herren, ich hoffe, dass Sie nichts dagegen haben, wenn ich mich einen ganz kleinen Moment an die Hörer selbst wende. Meine Hörer, spüren Sie nicht in Ihrem täglichen Leben, dass das, was die beiden Herren eben gesagt haben, eine tatsächliche Gefahr ist? Kategorisieren Sie nicht, teilen Sie nicht ununterbrochen ein, kennen Sie nicht diese ewigen Unterscheidungen von Freund und Feind in der Nachbarschaft und wobei das Bewusstsein, dass der andere ein Mensch ist wie wir, verloren geht? Spüren Sie aber nicht auch, dass Sie anders können, wenn Sie wollen? Und Herr Professor Horkheimer, ich habe das zu den Hörern jetzt, diesen letzten Satz, nur deshalb gesagt, jawohl, weil er eine kleine Spitze auch gegen Sie bedeutet, in dem Sinn, dass es halt doch geht, dass es stärker möglich ist, als Sie vielleicht im Zustand dieser verwalteten Welt, den Sie so sehr kennen und so gut analysieren, dass es doch, den Sie diese Möglichkeit vielleicht zu gering, ein wenig zu gering ansehen. Man muss nur äußerst wachsam und auf der Hut sein gegenüber den Gefahren dieser verwalteten Welt, und zwar rings um uns und in uns selber. Mir scheint das beinahe noch wichtiger zu sein, den Rückschluss auf sich selbst jeweils zu ziehen und sich kritisch zu fragen, ob wir diesem Zustand der Verwaltung, wie wir es hier aufgefasst haben, tatsächlich dauernd anheimfallen. Ich zweifle gar nicht daran, dass das, was Sie sagen, möglich ist. Aber als Wissenschaftler muss ich ja prüfen, ob der Typus, den Sie so ausgezeichnet gekennzeichnet haben, in der Welt zunimmt. Und es ist eben leider der Fall, und die Geschichte der letzten Jahrzehnte lehrt uns, dass es wirklich leider so ist, dass diese Menschen, die nur Freund und Feind kennen und die kein Gewissen haben, überhand nehmen. Ja, was die Gefahr anlangt, was den Zustand anlangt, will ich sagen, und die Massivität der Gefahr stimme ich Ihnen also völlig zu. Ich möchte sogar ein vielleicht illustratives Beispiel erläuternd noch hinzufügen. Sehen Sie, die Christen unserer Tage, obgleich sie doch die Unterscheidungen, die großen Unterscheidungen von gut und schlecht, dauernd mit sich tragen, ja, sie sogar dauernd der Welt verkünden. Wir predigen ja sozusagen jeden Tag an die böse Welt hin, wo immer sie sich dann befinden mag, in der Nachbarschaft oder in derselben Stadt oder im Westen oder im Osten.
Obgleich Sie also diese Kategorien mit die Unterscheidenden mit sich tragen, sind Sie trotzdem genauso Gefangene dieser verwalteten Welt in Wirklichkeit. Denn wäre das anders, dann ginge ja diese Änderung gerade von den Christen, die die Kategorien haben, die Unterscheidenden aus dem Evangelium, ginge diese Wirkung, ja diese verändernde Wirkung von ihnen aus. Ja, ich möchte gar nicht bestreiten, dass es diese Möglichkeit gibt. Aber ich glaube, es handelt sich hier um ein sehr schwieriges Verhältnis. Wann immer man sich auf das beruft, was es in der Welt noch gibt, ist man in Gefahr, der Welt, wie sie ist, zu Hilfe zu kommen, zu ihrem Apologeten zu werden. Während ich glaube, dass der wirkliche Wille, der unbestechliche Wille, aus den Dingen auszubrechen, von denen wir gesprochen haben, geradezu dessen bedarf, dass man ohne Trost die Dinge so sagt, wie sie sind und ohne den Versuch, ihm entgegenzuhalten, ja, aber das und das ist doch noch da. Ich möchte beinahe sagen, sobald wir in der Betrachtung dieser tödlich ernsten Dinge den Gestus des ja, aber annehmen, vernachlässigen wir bereits den Ernst dessen, womit wir es zu tun haben und machen uns in irgendeinem Sinn doch zu, wenn auch noch so unbewussten, Verteidigern dieses Zustands. Sie verstehen mich aber wohl. Das, was ich Trost meine, also erstens würde ich es nicht als Trost bezeichnen. Zweitens, aber das, was hier als Trost gemeint ist, das stammt nicht aus dem Zustand der verwalteten Welt. Das stammt aus dem Innersten des Menschen selbst und das steckt außerhalb dieser verwalteten Welt. Das ist jener Rest, auf den wir uns vorhin bei der Schilderung des Zustandes zurückgezogen haben. Die verwaltete Welt steht doch unter dem Zeichen der Verkündigung des Glücks, der Freiheit, des Fortschritts. Die Verteidigung gehört mit zur Aufrechterhaltung der verwalteten Welt. Der fortwährende Hinweis darauf, dass es doch eigentlich anders sei, dass der Mensch alle Möglichkeiten zum Guten habe, ja, dass er diese Möglichkeiten verwirkliche, spielt eine ungeheure Rolle bei der Manipulierung, von der wir eben gesprochen haben. Wenn es am Sonntag bleibt und im Spiritualismus. Ja, es bleibt, wenn das wahr ist, was wir sehen, dass nämlich die Menschen, die stereotyp denken und die Welt einteilen in Freund und Feind, wirklich überhand nehmen. Ist es denn nicht so, dass die Erfahrung des Negativen als Negativen die Erkenntnis des Guten ist? Sein kann. Ja, kann denn nicht eben auch die unmittelbare Verkündigung des Guten selbst eine ungeheure Gefahr darstellen, sie zur Glorifizierung dessen dienen kann, was ist? Sagte ich selbst, verhüllende Ideologien über den realen Interessen. Und da kann sogar die Wahrheit, die objektive Wahrheit kann eine verhüllende Ideologie sein und kann eine Lüge werden in der praktischen Anwendung, weil sie die Realität, wie Herr Professor Adorno so richtig gesagt hat, die Realität nicht erfasst, sondern sie sogar dadurch aufrechterhält. Also konkret gesprochen ist doch die Gefahr einfach die, und wir können dieses Problem nicht lösen, aber ich meine, wir sollten es wenigstens noch zum Ende unseres Gesprächs anmelden, dass wenn gesagt wird, dass der Einzelne auch heute noch gut sein könne und sich der Verwaltung entziehe, dass damit zwar etwas an sich Richtiges gesagt ist, dass aber nach unserer Kenntnis der Gesetze dieser Gesellschaft, selbst wenn unzählige Menschen dieser Forderung der persönlichen Integrität Folge leisten würden, infolge der Übermacht der anonymen Prozesse, die sich über unseren Köpfen abspielen, dadurch doch nichts Entscheidendes an der verwalteten Welt geändert würde, also das sondern ich. Dass man eben doch, ich möchte sagen, aus sich herausgehen in eine objektive, nicht bloß personale Praxis eingehen muss, wenn man überhaupt hoffen darf, dass die verwaltete Welt geändert wird. Damit aber muss man notwendig auch dem Teufel der verwalteten Welt eben diese Verdinglichung zumindest den kleinen Finger reichen. Das heißt, man kann sie selber auch nur mit Mitteln bekämpfen, die in einem gewissen Sinn jedenfalls auch dinghafte und gegenständliche Mittel sind. Ja gut, aber das ist ein Dilemma in einer zu scharfen Alternative gesehen, Herr Professor Adorno. Nicht wahr? Es gibt normale Mittel, wie wir schon am Anfang sagten, Verwaltung ist notwendig.
Nicht wahr? Sie muss an die Wirklichkeit und an eine differenzierte Wirklichkeit... Die Verwaltung von Dingen, aber nicht die von Menschen, ist notwendig. Ja, aber ein Stück zwischen den Menschen, da Gesellschaft ein Kräftefeld ist, ein Stück zwischen den Menschen ist auch noch Gegenstand der Organisation und das gehört zum Verwalten. Der Mensch darf dabei aber nicht als Objekt gesehen werden, das ist das Entscheidende und man darf nicht danach handeln. Also man darf nicht es so tun, als ob er ein Objekt wäre oder ihn gar so, also so einsetzen, wie es heute so schön heißt. Nee, war so ganz mechanisch. Nun, aber ich meine doch, dass es einen Schritt gibt, und zwar dauernd, täglich, einen Schritt aus dieser innersten Sphäre der Entscheidungsfreiheit zu gut oder schlecht, zu richtig oder falsch, in die Wirklichkeit hinein, in die Objektive, und dass, wenn diese Schritte getan werden und von sehr vielen getan werden, sich auf eine nicht ganz kontrollierbare Weise diese äußere Wirklichkeit verändern lässt. Ganz besonders, wenn wir im System, in dem politischen System der individuellen Freiheit auf Basis des Rechtes in der Gesellschaft, nämlich in der Demokratie, von den vorhandenen Mitteln Gebrauch machen. Ich glaube, wir dürfen nun zum Schluss auch ein Wort zugunsten der verwalteten Welt noch sagen. Denn es ist ja nicht nur so, dass diese verwaltete Welt für den Menschen nur Negatives bringt. Der Rückgang dessen, was wir Leben, eigenes Leben genannt haben, der Rückgang des Niveaus der Erfahrung, hat mit der Ausbreitung der Konsumgüter zu tun. Es gibt in der Tat heute eine Erleichterung des Lebens, wie man sie sich früher nicht hätte träumen lassen. Die Handgriffe, die Technik, das ist wahr, vereinfacht das Leben und schafft daher viele Quellen der Erfahrung, aber damit auch viele Quellen des Leidens ab. Die Erfahrung ist mit Leiden verkoppelt. Die sauberen Straßen, die Hygiene, die Zivilisation standardisiert und verändert daher den Menschen. Aber es ist nun die Frage, ob wir deshalb die sauberen Straßen, die Hygiene, die Zivilisation, die Technik und die Verwaltung einfach negieren sollen. Es könnte so sein, dass das alles schließlich einmal doch die Voraussetzung für einen Zustand schafft, in dem die Verwirklichung des Potenzials im Einzelnen, von dem Sie, Herr Kogon, gesprochen haben, ermöglicht. Viel mehr ermöglicht, als es heute der Fall ist. Wunderbar, diese zivilisatorischen Errungenschaften. Nur der Kaufpreis, den wir bezahlt haben, darüber sind wir uns ja eins, ist ungeheuerlich. Und hat zum Teil zur vollendeten Unmenschlichkeit geführt. Wir sind natürlich alle miteinander, wie mir scheint, die noch sich einen Rest von Herz und von Hirn bewahrt haben, nicht bereit, einen solchen Kaufpreis ununterbrochen zu bezahlen für irgendwelche materiellen Vorteile. Das Kernstück unserer Bemühungen wird also immer bleiben, diese zivilisatorischen Vorteile zu behalten, sie richtig zu verwenden, aber die Substanz des Menschen zu entwickeln. Und ich muss schon sagen, meine Herren, da scheinen mir mehr Möglichkeiten gegeben zu sein, so finster alles aussieht, als es selbst in unserem Gespräch zutage trat. Ich sehe das in der Familie, ich sehe das im Alltag, im Büro. Das ist nicht rein ethisch, Herr Professor Adorno, das geht von der Ethik aus, selbstverständlich, und von echten Werten, führt aber in diese traurige Realität hinein und wandelt sich Schritt für Schritt um. Ich möchte sagen, das Element des Guten ist trotz allen Verschüttungen, trotz allen darüber lagernden Schichten, bis zum Terror, der darüber liegt, ist es vorhanden, ist es wirksam. Wenn es nicht vorhanden wäre, ich wüsste nicht, warum wir den ganzen Zustand ins Bewusstsein heben sollten.